wants you to reign. Gott hat sie zum Herrschen berufen. Christ is our redemption. Christus ist unsere Erlösung. God is righteous in making the sinner righteous. Gott ist gerecht, indem er den Sünder gerecht macht. In der heutigen Sendung? Ich sage Ihnen, Gott findet beständig keine Fehler an Ihnen. Warum? Weil all Ihre Fehler Jesus Christus angerechnet wurden, als er Ihre Sünden am Kreuz trug. Und all das Gute, alle Verdienste, alle Würde und Gerechtigkeit von Christus rechnet Gott Ihnen an. Das ist das Evangelium. Das ist nicht Religion, das ist das Evangelium. Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, was, so glaube ich, Sie segnen und Ihnen helfen wird, Ihren Vater im Himmel anders zu sehen, unseren Herrn Jesus mehr wertzuschätzen und Gebetserhörungen zu erleben. Ich werde versuchen, durch Gottes Gnade alles falsche Denken niederzureißen, besonders was Gebet betrifft. Wissen Sie, die Gemeinde leidet stark an mangelndem Gebet. Und dann wird den Leuten in den Gemeinden noch gesagt, nun, Gott erhört eure Gebete aus diesem und jenem Grund nicht. Und dadurch werden den Leuten so viele Lasten auferlegt, dass sie teilweise das Beten ganz aufgeben. Denn wenn Gott an meinem Beten etwas auszusetzen hat, warum soll ich dann überhaupt noch beten? Leute haben also verschiedene Vorstellungen vom Gebet. Vielleicht erinnern Sie sich noch an eine Predigt von mir zum Thema, warum beten? Warum beten, wenn Gott allwissend ist? Warum beten, wenn Gott sowieso schon alles weiß? Die Sache ist, das sind falsche Vorstellungen, ein falscher Glaube. Und das hält einen vom Beten ab, weil man sich sagt, Gott kennt doch sowieso schon alle meine Bedürfnisse. In Matthäus 6, in der Bergpredigt, lehrte Jesus über das Beten. Und da sagt er, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Leute berufen sich auf diesen Vers und sagen dann, mein Vater weiß es ja sowieso, Gott kennt all meine Bedürfnisse, noch bevor ich ihn bitte. Warum also beten? Doch im nächsten Vers steht, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Jesus sagte nicht, da der Vater sowieso schon eure Bedürfnisse kennt, braucht ihr gar nicht zu beten. Er sagt nicht, dass wir deswegen überhaupt nicht beten müssen. Nein, er sagt, weil euer Vater eure Bedürfnisse schon kennt, bevor ihr ihn bittet, bittet ihn jetzt. Also die Frage ist, haben Sie einen Wunsch? Wenn Sie sich etwas wünschen, dann sollten Sie das Gott sagen. Machen Sie den Mund auf und die Hände, das ist Gebet. In 3. Johannes 2 sahen wir das letzte Woche. Johannes ist inzwischen ein betagter Mann. Der Mann, der sich als Teenager an die Brust von Jesus gelehnt hatte. Einer der 12 Jünger, derjenige, der Jünger, den Jesus liebte, genannt wurde. Hier ist er jetzt ein alter Mann. Von den Jüngern hat er mit am längsten gelebt. Übrigens starb er auch nicht als Märtyrer, sondern in hohem Alter. Starb einfach, um bei Jesus zu sein. Und als alter Mann schrieb er die Johannesbriefe. Er schrieb auch das Johannesevangelium, das wissen Sie sicher. Aber das hier sind die Briefe, 1., 2. und 3. Johannes. In 3. Johannes steht er also quasi an der Schwelle. Der Abschluss war das Buch der Offenbarung, aber auch hier in 3. Johannes kennt er den Willen Gottes eigentlich schon sehr gut. Und doch hielt er es für nötig, zu beten. Er, der schon so viele Jahre mit Jesus lebte, der das Herz des Herrn kannte, weil er sein Ohr ans Herz Jesu gelehnt hatte. Er kannte die Urim und Tumim, die Lichter und Vollkommenheiten, und doch sagte er, lieber Freund, er spricht hier zu einem Gläubigen, also auch zu uns, nicht für Leute in der Welt. Lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht. Und nicht nur das, sondern auch, dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Derjenige, an den er schreibt, geht es seiner Seele bereits gut? Ja. So wie ich es von deiner Seele weiß, das ist die Gegenwartsform. Das heißt, seiner Seele ging es bereits gut. Und doch betete Johannes, das kommt nicht automatisch, er betete, ich bete, dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Und dieses Gebet um Gesundheit und Wohlergehen kam von den Lippen eines Mannes, der den Herzschlag Gottes kannte.
Die erste falsche Vorstellung, die ich ausmerzen möchte, ist also, wenn Gott schon Bescheid weiß, warum überhaupt beten. Aber wenn ich jeden Sonntag zum Gottesdienst gehe, christliche Bücher lese und all das, dann geht es meiner Seele doch gut. Ja, ihrer Seele mag es gut gehen. Und doch kann es ihnen gesundheitlich nicht so gut gehen. Satanische Hindernisse oder was auch immer. Dann beten sie, beten sie. Vater, meiner Seele geht es gut, dafür danke ich dir. Jetzt lass es mir jedoch auch gesundheitlich gut gehen. Lass es mir in jedem Lebensbereich gut gehen, Herr. Und ich bete für meine Kinder, Herr. Lass es auch ihnen gut gehen, Herr. In Jesu Namen. Ob sie nun arbeiten, zur Schule gehen oder studieren, in allem, was sie tun, lass es ihnen gut gehen, Herr. Wie oft soll ich das beten, Pastor? Beten Sie immer wieder und hören Sie nicht auf. Die Bibel fordert uns auf, immer weiter zu bitten. Bei der Bergpredigt sagt Jesus, bittet immer weiter. Im griechischen Original steht, bittet immer weiter, dann werdet ihr empfangen. Sucht immer weiter, dann werdet ihr finden. Klopft immer weiter an, dann wird sich die Tür öffnen. Das Ja der offenen Tür. Immer weiter bitten, immer weiter suchen, immer weiter anklopfen. Beten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. In der Bibel gibt es viele Stellen, die auf Gebet verweisen. Jesus ist jeden Morgen früh aufgestanden, um zu beten. Auch wenn er am Vortag viel zu tun hatte und bis spät am Abend die Leute ihm noch Dämonenbesessene und Kranke brachten und er sie heilte, stand er am nächsten Morgen trotzdem früh auf. Priorität Nummer eins, er betete. Wenn Jesus beten für nötig hielt, wie viel mehr haben wir dann beten nötig? Oder? Kommen wir zur nächsten falschen Denkweise. Pastor Prince, wir müssen ganz lange beten. Darauf werden wir noch zurückkommen. Oder gehen wir das am besten gleich an? Es ist interessant, dass Jesus nie etwas gegen kurze Gebete sagte. Aber es gibt mehrere Stellen, wo Jesus ein Beten verurteilte, durch das man Eindruck schinden will. Er sagte den Pharisäern, ihr sprecht lange Gebete. Eines der mächtigsten Gebete, die Jesus betete, war am Grab von Lazarus. Bevor Lazarus auferstand, schaute Jesus nach oben und sagte, Vater, fangen Sie an zu zählen. Eins, zwei, okay? Jetzt. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Wie lange? Ein paar Sekunden. Dann schaute er zum Grab. Lazarus, komm heraus! Übrigens, das ist die Übersetzung. Im Aramäischen ist es noch kürzer. Ein Wort. Alle Gebete von Jesus sind kurz. Je kürzer unsere Gebete, umso größer machen wir ihn. Dadurch sagen wir, es hängt alles von dir ab, Herr. Leute sagen, oh, in dieser Situation muss man aber ganz stark beten. Da müssen wir ganz stark beten, Mann. Ich sag Ihnen, ob man nun mit ganz viel Nachdruck betet oder eher sachte bleibt, spielt keine Rolle. Es kommt nicht auf uns an. Es kommt auf den an, zu dem wir beten. Amen. Also, in der Bibel sagt Jesus in Matthäus 6, seid nicht wie sie. Das haben wir eben schon gesehen. Schauen wir uns mal den Zusammenhang an. Der Vers davor. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, gehe in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir, wie wird er es uns vergelten, Gemeinde? Wie? Auch im Verborgenen? Sagen Sie es. Rufen Sie es. Öffentlich, öffentlich. Und jetzt passen Sie auf. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Benutzt keine leeren Wiederholungen, wie die Heiden. Sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Es gibt Leute, die diese Vorstellung haben, dass es ihre vielen Worte sind, die Gott schließlich überzeugen. Nein, ich sage Ihnen, Gott war überzeugt davon, uns das größte Geschenk überhaupt zu geben, lange bevor ihn irgendjemand gebeten hatte, seinen Sohn zu senden. Stimmt's? Das war doch das größte Geschenk überhaupt. Das war der größte Segen, den er uns gegeben hat. Hören Sie? Hier steht, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Nächster Vers. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß. Also, beten ist ganz einfach. Wenn keine Antwort kommt, dann seien sie beharrlich. Bitten sie Gott weiterhin, aber nicht so, als müsste Gott überredet werden. Jedes Hindernis, jede mangelnde Manifestation ist ein geistlicher Kampf. Bitten sie weiterhin, weil sie ihn kennen.
Darf ich da mal ein kräftiges Amen hören? Erinnern Sie sich an die Geschichte der Kinder Israels während der Zeit des Königs Nebukadnezar? Viele Jahre zuvor hatte der König von Juda angefangen, Götzen anzubeten. Und Gott warnte ihn schon früh. Gott sandte einen Propheten nach dem anderen. Er sandte den Propheten Jeremia zum König von Juda und warnte ihn, wohin sein hartes Herz und sein Götzendienst führen würden, bis Gott schließlich sagte, jetzt reicht's. Und dann ließ Gott den König von Babylon kommen, Nebukadnezar, der ins Land Israel kam und das Volk von Juda und den König gefangen nahm. Und während dieser Zeit prophezeite Jeremia. Nebenbei gesagt, Jeremia war ein junger Prophet, vermutlich noch ein Teenager. Einmal sagte Gott zu ihm, sage nicht, dass du zu jung bist. Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt, um zu pflanzen und auszureißen, um zu bauen und zu zerstören. Es kommt auf meine Worte an, nicht auf dich oder dein Alter. Der Prophet Jeremia prophezeite also, dass Israel, Juda, 70 Jahre lang in Gefangenschaft sein würde. Und einer der Gefangenen war damals noch ein kleiner Junge namens Daniel. Daniel durchlebte viele Könige in Gefangenschaft, bis zum 70. Jahr. Lesen wir das einmal. Daniel 9. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften. Hier sprach Gott nicht direkt zu Daniel, sondern Daniel studierte seine Bibel. Wer von Ihnen weiß, dass Gott in allererster Linie durch sein Wort zu uns spricht? Das ist sein Hauptkommunikationsmittel. Obwohl Daniel selbst ein Prophet war, zeigte Gott es ihm durch die Schriften, durch die Bibel. Achtete ich in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und welches Jahr war das jetzt? Das 70. Jahr. Als Daniel die Prophezeiung von Jeremia las, war es das 70. Jahr der Gefangenschaft Judas. Mit anderen Worten, Halleluja, das letzte Jahr ist gekommen, jetzt geht's nach Hause. Richtig? Aber jetzt schauen Sie. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Mit anderen Worten, obwohl Gott versprochen hatte, dass die Gefangenschaft nur 70 Jahre anhalten würde, setzte sich Daniel nicht auf seinen Schaukelstuhl und sagte, que sera, sera, was komme, das komme. Nein, er betete, dass es sich ereignen würde. Warum? Weil Gott möchte, dass wir uns beteiligen. Gott schickt die Antworten auf den Flügeln unserer Gebete. Verstehen Sie? Also, Daniel las Jeremias Prophezeiung. Übrigens, hier ist die Stelle im Buch Jeremia, die er las. Und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zur Wüste werden. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Da hat Daniel das her. Okay, der nächste Vers. Wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an dem König von Babel ihre Schuld heimsuchen. Also Daniel wusste, dass das Ende kommen würde. Und doch betete er. Er betete, dass das eintreffen würde, was Gott vorhergesagt hatte. Nicht, weil es sonst nicht geschehen würde, sondern weil er Teil davon sein wollte. Offene Hände. Folgen Sie mir? Vergessen Sie nicht, dass Gott ein guter Gott ist. Er ist gut. Okay? Eines der Dinge, um die man Gott bitten kann, ist Weisheit. Schauen Sie diesen Vers an. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Wenn Sie nicht wissen, wofür Sie beten sollen, dann ist das ein gutes Gebet. Einige von Ihnen würden dieses Gebet nie sprechen, weil Sie schon wissen, dass Sie Weisheit haben. Das merke ich schon. Sie tun so, als hätten Sie sie schon. Das Wort für erbitten ist konstant, aktiv, Gegenwartsform. Und übrigens auch ein Imperativ, also die Befehlsform. Gott sagt nicht, wenn es dir an Weisheit mangelt, liegt es an dir, ob du bitten willst. Nein, es ist ein direkter Aufruf. Wem es an Weisheit mangelt, der tue was? Der erbitte sie von Gott. Nicht den Pastor bitten, für einen zu beten, sondern Gott selbst bitten. Der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird einem gegeben werden. Gern und ohne Vorwurf. Gern. Ohne Vorwurf. Nur kurz eine Erklärung, wie das im Griechischen ist. Ich will Ihnen das jetzt nicht alles ausführlich erklären, nur kurz. Hier steht, Gott, der allen gern gibt. Das Wort für geben ist hier das Partizip im Aktiv der Gegenwartsform. Was heißt beständig geben. Gott gibt fortwährend. Ich sage Ihnen, Gott gibt mehr, als wir empfangen. Vieles von dem, was Gott gibt, verschwenden wir, weil wir keine offenen Hände haben. Wir sind zu sehr damit beschäftigt, gestresst zu arbeiten und uns mit zusammengebissenen Zähnen anzustrengen, um genau das zu erreichen, was Gott uns umsonst geben möchte. Gott gibt beständig.
Sie müssen dieses Bild von Gott haben, wenn Sie zu ihm kommen. Es ist nicht so, dass seine Arme verschränkt sind und er sagt, streng dich an. Los, streng dich noch mehr an. Nein, so ist Gott nicht. Gott muss nicht überredet werden, okay? Er gibt immer zu allen. Und wie gibt er? Gern. Gott ist ein freigebiger Gott. Ich sage Ihnen, Gott ist ein großzügiger Gott. Wissen Sie das? Wissen Sie, Gott lässt die Sonnenstrahlen jeden Tag auf die Erde scheinen. Und sie geben uns Licht und Wärme. Aber Wissenschaftler sagen, dass ein Großteil der Wärme, ein Großteil der Strahlen verschwendet wird. Gott hat eine übergroße Sonne für die Erde gemacht. Eine kleine Erde, aber eine riesengroße Sonne. Das heißt, ein Großteil der Energie wird verschwendet. Gott ist ein großzügiger Gott. Hören Sie? Ich sagte, Gott ist großzügig. Und der Ausdruck ohne Vorwurf. Er gibt uns allen ständig, großzügig und ohne Vorwurf. Im Griechischen ist ohne Vorwurf ein einziges Wort. Das bedeutet, ohne daran etwas auszusetzen. Nebenbei gesagt ist das Wort hier ebenfalls ein aktives Partizip der Gegenwart. Das heißt, er hat nie etwas daran auszusetzen. Gott ist ein Gott, der beständig gerne gibt und beständig keine Vorwürfe macht. Ist das der Gott, den Sie sich vorstellen? Ist das der Gott, mit dem Sie aufgewachsen sind? Gott ist ein Gott, der uns beständig keine Vorwürfe macht. Das ist eine weitere falsche Vorstellung, die es auszumerzen gilt. Die erste falsche Vorstellung war, wenn Gott sowieso schon alles weiß, warum dann noch beten? Nummer zwei, wenn ich lange bete, erhört Gott mich. Diese beiden haben wir bereits niedergerissen, oder? Nummer drei, ich will nicht so gerne zu Gott kommen. Er kennt mich ja, er durchschaut mich, seine Augen sind perfekt, er sieht alle meine Fehler. Ich sage Ihnen, Gott findet beständig keine Fehler an Ihnen. Warum? Weil all Ihre Fehler Jesus Christus angerechnet wurden, als er Ihre Sünden am Kreuz trug. Und all das Gute, alle Verdienste, alle Würde und Gerechtigkeit von Christus rechnet Gott Ihnen an. Das ist das Evangelium. Das ist nicht Religion, das ist das Evangelium. Wir schließen mit einem weiteren Vers. Folgen Sie mir noch? Lernen Sie etwas? Okay, schauen wir uns diesen Vers an. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Nummer eins, der erste Teil. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Wer ist er? Der Vater. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wer ist dieser Sohn? Der Sohn, den er liebt. Der Vater hatte mehr Gefallen an Jesus als an irgendeinem anderen Menschen. Da Jesus als Mensch lebte, hatte Gott an ihm auch als Menschen gefallen, obwohl Jesus auch ganz Gott ist. Und der Vater sagte, dies ist mein geliebter Sohn. Wen hat Gott aufgegeben? Wen hat Gott nicht verschont, damit wir verschont werden können? Den Sohn, den er liebte. Also überlegen Sie mal, wenn Gott uns dieses große Geschenk gemacht hat, als wir noch seine Feinde waren, wie sollte er uns jetzt nicht, wo wir mit ihm versöhnt sind? Jetzt, wo wir mit Gott versöhnt worden sind, jetzt, wo wir wie Abraham seine Freunde geworden sind, wie sollte er uns dann nicht die kleineren Geschenke geben? Können Sie diesen Gedanken nachvollziehen? Haben Sie noch Zeit für etwas mehr? Schauen Sie sich dieses Wort schenken an. Was sagt uns dieses Wort? Es sagt uns, wie Gott uns gibt. Er verlangt keinen Preis. Es ist gratis. Wäre Gott verpflichtet zu geben, würde das Wort schenken hier nicht stehen. Wenn wir seine Gaben und Segnungen verdient hätten, dann wäre hier nicht von schenken die Rede. Dann müsste Gott das aus Pflicht tun. Gott müsste es widerwillig tun. Aber nein, Gott ist uns nichts schuldig. Ihm steht frei, wem er was geben möchte. Amen. Und wie nehmen wir dieses Geschenk an? Ohne Gegenleistung. Natürlich sollten wir alle Gott gehorchen wollen, aber Gott wartet nicht darauf, bis wir gehorchen. Wäre Gehorsam die Voraussetzung, dann wäre es kein Geschenk mehr. Die kranken Menschen, die zu Jesus kamen, waren noch nicht mal alle gerettet, aber er heilte sie trotzdem, einfach so. Im Vergleich zu Jesus ist Superman ein Schwächling. Wer ihn berührte, der empfing seine Kraft und wurde geheilt, einfach so. Ein Geschenk. Wohlgemerkt, hier wird nicht die Vergangenheitsform verwendet. Hier steht nicht, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles geschenkt haben? Das wäre die Vergangenheit, okay? Aber das steht hier nicht. Hier steht nicht, schenkte oder geschenkt haben. Obwohl es stimmt, dass er uns durch Jesus alles gegeben hat. Aber das steht hier nicht. In diesem Vers steht, wie sollte,
sagen Sie, sollte. Wissen Sie, was sollte ist? Präsens und Futur. Das heißt, von nun an, da Gott uns seinen Sohn gegeben hat, wird er sich uns gegenüber immer als großzügiger Geber erweisen. Wie sollte er Gegenwart und Zukunft für immer und ewig? Das gibt uns Hoffnung. Es ist nicht die Vergangenheitsform. Ja, er hat uns gegeben. Gegeben, Vergangenheitsform. Ja, er hat. Aber das ist nicht, was in diesem Vers steht. Hier geht es um die Zukunft. Was immer Ihnen bevorsteht, Sie können sich darauf verlassen. Meine Zeit ist abgelaufen. Können Sie mir noch 5 Minuten geben? Nur 5 Minuten? Einen Vers habe ich noch, den muss ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Und dann machen wir zum Abschluss ein kleines Experiment. Bereit? Okay, genauer gesagt sind es 2 Verse, die gehören zusammen. Schauen Sie sich diese Bibelstelle an. 1. Chronik 4, 2 Verse. Bereit? Sagen Sie Jabes. Sagen Sie Jabes. Sein Name bedeutet Schmerz, so seinen Sohn zu nennen. Damals, wenn ein Baby geboren wurde, gab man ihm häufig einen Namen, der auf Dinge verwies, die gerade vorgefallen waren oder irgendeine wichtige Rolle in der Familie spielten. Die Mutter, die ihn auf die Welt brachte, hatte bei der Geburt Schmerzen. Das steht hier. Und Jabes war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter gab ihm den Namen Jabes, denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Der arme Junge. Er wuchs damit auf, dass man ihn rief, hey, Schmerz! Schieße richtig, Schmerz! Hey Leute, ich bin mit Schmerz. Schaut, da kommt Schmerz. Wenn man ihn trägt, ist er ein Schmerz im Nacken als kleiner Junge. Die Beispiele fallen mir jetzt gerade erst ein. Sie vergeuden unsere Zeit, Pastor Prince. Okay, ich komme zur Sache. Und Jabes war angesehener als seine Brüder. Es gibt Leute, vermutlich auch welche in Ihrem Bekanntenkreis, die meine Predigt heute kritisieren würden, weil ihnen gesagt worden ist, es sei egoistisch, Dinge für sich selbst zu erbitten. Wie kann man Gott um Erfolg bitten? Wie kann man Gott darum bitten, einen vor Bösem zu bewahren? Böses gibt es eben. Einige erwischt es, andere nicht. Das ist wie im Casino. Man weiß vorher nie, was man bekommt. Es gibt Christen, die so reden. Man weiß das vorher nie. Man weiß das vorher nie. Gesundheit hängt von den Genen ab. Gott wird ausgeklammert. Es sind Christen, die so reden. Sie meinen, man hätte kein Recht, so zu beten. Und überhaupt, wer nur für sich, für seine eigene Gesundheit, für seinen Erfolg, seine Familie betet, der sei egoistisch. Stimmt das? Jetzt passen Sie auf. Hier das Gebet des Jabes, das der Heilige Geist für angemessen hielt, in der Bibel aufschreiben zu lassen. Und Jabes rief zu dem Gott Israels und sprach, oh, dass du mich reichlich segnen wolltest. Zählen Sie mal, wie oft er mich sagt, okay? Mich, meine, mir, Personalpronomen. Oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Ziemlich viel mir. Hören Sie das? Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Gottes Pronomen sind du, deine. 3-mal. Ich, mir, mich. 5-mal. Aber wissen Sie, was Gott über dieses Gebet sagt? Leute sagen, wir seien egoistisch, wenn wir für Gesundheit und dergleichen beten. Aber in Vers 9 nennt Gott Jabes Angesehener. Warum kämpfen? Warum mogeln? Warum ausgeklügelte Pläne schmieden? Warum andere Menschen auf dem Weg nach oben zur Seite schubsen? Warum das alles, wenn man doch lieber Gott bitten kann? Ja, aber es war angesehener. Das Wort, das hier mit angesehen übersetzt wird, ist das Wort Herrlichkeit. Kavod im Hebräischen. Er hatte Gewicht, er hatte Herrlichkeit. Gott sagt, wenn wir derartige Gebete sprechen, dann sind wir angesehener als Menschen, die es nicht tun. Denn wer nicht betet, dass Gott einen vor Bösen bewahren und reichlich segnen und seine Grenzen erweitern möge, das heißt mehr Wohlstand schenkt, der versucht auf eigene Faust seine Grenzen zu erweitern. Wer Gott nicht um Bewahrung bittet, der ist von Ängsten und Sorgen geplagt. Und seine Familie ist von Ängsten und Sorgen belastet. Warum? Weil man dann nie weiß, ob Gott einen beschützt oder nicht. Das war nicht Jabes' Haltung. Wenn Jabes dieses Gebet sprach und Gott sagt, dass er angesehener war als andere, weil er dieses Gebet gesprochen hatte, dann will auch ich dieses Gebet sprechen. Kommen wir zu unserem Experiment. Damit schließen wir. Sind Sie bereit? Sehen Sie, wie lang dieses Gebet ist? Hier haben wir unsere Stoppuhr.
Und jetzt das Gebet. Ja, das Gebet hier oben. Das ganze Gebet ist da. Dieses Gebet ist ein lebensveränderndes Gebet. Es veränderte Jabes Leben. Und seine ganze Geschichte wird in nur zwei Versen erzählt. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Nun, Gott erhört nicht nur Gebete, die lang sind, mit vielen Worten. Sind Sie bereit zu beten? Lesen Sie nicht zu schnell, okay? Nehmen Sie sich Zeit. Okay, machen wir es zusammen. Bereit? Stoppuhr bereit? Dann los. Alle zusammen. Oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Wow, das hatte ich nicht so geplant. Ich wusste nicht, wie lange das dauern würde, aber 15 ist eine gute Zahl. 15 ist die Zahl der Ruhe, eine gute Zahl. Aber die Zahl soll einfach veranschaulichen, dass einige der mächtigsten Gebete, die unser Leben wirklich verändern, die unseren Kurs ändern, ganz simple Gebete sind. Beten Sie aufrichtig und im Glauben an den, der uns beständig gibt, der sich darüber freut, dass ihn jemand bittet. Alle auf Erden sind so damit beschäftigt, für sich selbst zu arbeiten und aus eigener Kraft etwas zu erzeugen. Doch Gott fand einen Joseph Prince. Gott fand Sie. Sie können Ihren Namen dort einsetzen. Sie können Gott bitten. Lassen Sie sich nicht von menschlichen Gedanken oder vom Teufel einreden. Ach komm, jetzt benutz doch mal deinen Verstand. Hast du den Verstand verloren? Wie soll Gott denn Krebs heilen können? Komm, benutz deinen Verstand. Das ist ja das Problem, dass wir uns zu sehr auf unseren Kopf verlassen. Stimmt's? Deswegen hackte David Goliath den Kopf ab. Vielen der Feinde Israels wurde der Kopf zerschlagen. Wussten Sie das? Eine Israelitin nahm einen Nagel und einen Hammer und schlug einem General, der ein Feind Israels war, den Kopf ein. Er schlief in seinem Zelt ein, weil sie ihn mit Milch schläfrig machte. Und während er schlief, zertrümmerte sie ihm den Kopf. Der Sieg wurde dieser Frau gegeben. Ich sage Ihnen, das hier ist unser größtes Problem. Drehen Sie sich zu Ihrem Nachbarn um und sagen Sie, ist Ihrer ziemlich groß? Kommen Sie, Gemeinde, Gott gibt uns gerne. Gott gibt ständig. Und er hat die ganze Zeit nichts an uns auszusetzen. Preisen Sie ihn, geben Sie ihm Ehre. Er ist ein guter Gott. Er hat seinen eigenen Sohn, den er liebte, nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wie soll er uns da nicht was schenken? Wie viel schenken? Alles. Vielen Dank, dass Sie heute diese Sendung mit Pastor Joseph Prince von der New Creation Church eingeschaltet haben. Wir hoffen, dass die Sendung ein Segen für Sie war. Weitere Informationen über die New Creation Church finden Sie unter newcreationtv.org. Dort können Sie auch eine kostenlose tägliche E-Mail-Andacht von Pastor Joseph Prince abonnieren. Lassen Sie sich jeden Tag ermutigen und erfrischen und erfahren Sie durch diese Andachten, wie sehr Gott Sie liebt. Wir glauben daran, dass Sie Ihren Zehnten Ihrer örtlichen Gemeinde geben sollten, zu der Sie regelmäßig gehen. Und wir beten, dass Gott Sie stark segnet und Sie seine Gunst und tiefe Liebe erfahren.